Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Astronomy. Wie immer mit dem lieben Zwiebelpeter. Moin, moin. Hi Mene, grüß dich, grüßt euch. Hi. In der letzten Folge haben wir ja unseren ersten Meteoriten gefunden. Wer sie nicht gesehen hat, sollte sie sich schnell angucken, bevor wir diese Folge weitergucken. Und der Zwiebel wirft hier mit Gegenständen hin und her, um mir zu zeigen, das haben wir gefunden, die Inscriber Calculation Press. Genau. Ich werfe sie dir mal zurück, pack sie mal in die Questkiste. Weißt du, wo ich die hinpacke? Passend? Guck mal. Passender geht's ja wohl nicht. Gucken. Wohin? In die Skystone Chest. Skystone Chest, cool. Mhm. Und laut Questbuch, oder beziehungsweise das Questbuch hat sich dann verändert. Beim Storage System ist das, glaube ich. Ja. Und hat uns gesagt: Ha, 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 ihr Deppen, ihr müsst noch drei weitere Meteoriten finden. Genau. Also bauen wir uns jetzt unser zweites Jetpack und dann werten wir beide Jetpacks auf und dann fliegen wir los. Genau, richtig. Okay. So, kümmerst du dich um die Aufwertung des ersten und das Material für die Aufwertung des zweiten und ich baue ein zweites Jetpack in der Zeit. Okay, pass auf. Also ich soll das Material auch für das erste dann nochmal zusammen. Da ist aber schon was drin. Schau mal in die Kiste hier. Da liegen diese beiden Leadstone Flux Capacitors. Die braucht man irgendwie dafür. Weil das fängt ja alles an mit diesem einfachsten Jetpack, mit diesem Leadstone Jetpack. Und daraufhin baut man immer auf Jet. Aber für das Leadstone Jetpack brauche ich halt auch schon so einen Leadstone Flux Capacitor, ne? Genau, da liegen ja zwei drin. Also zwei brauchst du ja auch. Zwei brauche ich nicht. Einer war vielleicht geschenkt oder so. Genau. Aber ich brauche auch Leadstone Thruster. Ja, die muss man dann noch zusammentütern. Ach du Schande, brauchst du ein Steam Dynamo? Ja, das ist nicht so schwer. Okay. Silber. Oh Gott. Braucht man ja wieder so viel Zeug. Ach genau, ich brauche einen von diesen Fluxkappe, auch einen Leadstone, weil den brauche ich nämlich dann für das Hardened Jetpack. Da brauchen wir Invar und Zinn. Okay, fangen wir mal an. Aber dann haben wir nur einen. Dann haben wir ja nur einen verbesserten und einen normalen. Nee, wir müssen schon beide verbessern, aber wir brauchen ja halt erstmal noch einen zweiten. Aber da brauchen wir ja einen dritten Leadstone Flux Capacitor. Ja. Ja. Okay. Den können wir bauen? Naja, also ich mache jetzt aus dem Leadstone, was wir haben, kann ich jetzt schon einen Hardened bauen. Also eine Aufwertung besser. Die hat dann schon 400.000 RF an Speicher, nicht plus 25.000. Ich muss ganz kurz mal mein Mikrofon muten. Das scheint wirklich wichtig zu sein. Die rufen zum 100. Mal an. Ich versuche mal hier was. So, wir brauchen hier Zinn und Zinn haben wir auch noch aus Block. Das ist gut. Und wo ist denn Invar? Invar ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel da. Kann man die Kacke nicht einfach einschmelzen? Mal gucken. Ups, Diamond Boots werden wohl nicht gehen, aber das hier könnte man doch vielleicht. Geht das? Nee. Geht leider nicht. Okay. So, jetzt mal gucken nochmal. Dafür brauchen wir einen Hardened. Brauchen wir Invar und einmal Zinn. Und Redstone. Dann können wir den zumindest schon mal bauen. Nehmen wir hier mal einen Stack. So, den. Huch. Falscher Knopf. Zack. Dann haben wir den schon mal. Prima. So. Dann brauchen wir noch viermal Invar. Doch noch ein paar Sachen. Also 4, 8, 12 mal Invar. Okay. Invar war ja, was war denn Invar? Eisen und was war denn Invar nochmal? Mein Gott, mach doch mal. Ach, hier.
Eisen und Nickel. Okay. Eisen und Nickel. Haben wir jetzt kein Nickel mehr, oder was? Ach, Invar-Block. Haha. Wir sind gerettet. Sehr schön. Zup. So, dann brauchen wir doch bestimmt noch Gold. Haben wir noch einen Eisenblock? Nee, wir haben keinen Eisenblock mehr. Das ist nicht gut. Wir müssen Eisen schmelzen, dringend. So, also, Video-Settings, Others, Fullscreen wieder on. Das war sowas von unwichtig und dafür rufen die fünfmal an, ey. Tja. Mann, das kann ich vielleicht leiden. Kunden schickt das Arbeitsamt. Und das waren noch nicht mal die, die auf dem Festnetz angerufen haben. Noch nicht mal? Also, nee. Leadstone, Leadstone. 2, 4 brauchen wir noch. Okay, 4. Können wir hier zusammenarbeiten? Ja, ne? Ich kann doch nach oben gehen, kein Problem. Nee, alles gut. Irgendwie, glaube ich, hat mein Texture-Pack sich irgendwie geupdatet. Deswegen erkenne ich manche Sachen. Oder ich habe es geupdatet hier, weiß ich nicht genau. Aber manche Sachen sehen anders aus. Haben wir hier noch irgendwo Glas? Die Diamanten sind noch nicht mehr so schön blau. Haben wir noch, ach egal. Nee, Glas haben wir nicht mehr. Oder hast du noch Glas im Gepäck zufällig? Dynamo, Kupfer und Kupferdia. Oh Gott. Und du? Was für Ding? Glas ist oben in der Kiste. Okay. Okay, ich muss. Sind das Kupferblöcke? Ah, ja. So, Kupfer und Kupferdia. So wie. Zup. So. Ich merke mir das niemals. So. Eisen in die Mitte. Ach du Scheiße, Bronze-Gear. Ach du Scheiße. Silver-Ingot. Bronze haben wir nicht, oder? Kann sein, dass du das erst schmelzen musst. Ja. Also es ist auch eine Menge Eisen hier drin, ja. Geschmolzenes. Ich brauche erstmal noch ein, noch zweimal, dreimal Redstone. Was war denn noch? Bronze? So, und einmal Gold war das, glaube ich, ne? Oder? Nee. Was war das denn? Oh, ich vergesse das jedes Mal. Ich habe das vor 2 Minuten erst gebaut und habe es schon wieder vergessen. Genau, Gold. Einmal Gold brauche ich noch. Oh, haben wir noch Gold? Ja, Block of Gold da. Was war denn Bronze nochmal scheiße für eine Legierung? Kupfer und? Was war das? Kupfer und Silber. Nee. Da. So. Molten Bronze, was ist denn das? Hier. Zinn und Kupfer, geht doch. Ah, wir haben Blutmond, oder warum ist das hier so rot? So, pass auf. Ich hau jetzt hier ein bisschen Zinn rein. Ich hab schon wieder vergessen, was ich jetzt hier nehmen muss. Silber war das, oder was? Auch nicht, hä? Genau, oh, Silber, ich krieg eine Macke. Ich krieg eine Macke mit diesen Rezepten. Hier ist er. Kupfer. Doch, Kupfer. Redstone. Hä? Pick. Kupfer? Warum geht das nicht? Was denn? Ich habe alles drin, aber ich kann es nicht bauen. Ich habe alles genau so drin. Hm.
für den Steam Dynamo. Wenn ich da draufklicke, gibt er mir ach, Kupfer-Ingot, Redstone, Copper-Gear, Redstone-Transmission-Coil. Ah, ich habe die falsche gebaut. Silber brauche ich. Ah. Aha. Das ist eine Transmission-Coil. Alter, dieses Licht ist auch ein bisschen spooky, oder? Silber-Gear. Weißt du, was ich uns nochmal schnell baue? Ich hoffe, was das denn? Geht. Und zwar, ob man hier nicht auch aus diesem Brass sich Dings gießen kann. Zahnräder. Ich habe doch Zahnräder gebaut. Also die kannst du einfach bauen. Brauchst du nichts gießen. Nee? Okay. Okay. Eisen und dann 4 Kupfer. So, jetzt habe ich den Steam-Dynamo schon mal. Oh, ich brauche ja 2 Steam-Dynamos. Ich depp. Oh, ich brauche noch ein Silber. Und nochmal. Alter, dieses Licht von diesem Blutmond ist so krass. Guck mal aus dem Fenster oben, aus dem Dach. Das, bei mir geht's. Das ist alles lila. Ja, ziemlich. Gesundheit. Jetzt brauche ich nochmal. So, Eisen. Noch 2 Ingots. Kupfer. Und noch ein Ingot. Geht das? Ah, man kann das sogar mischen. Habe ich noch genug Eisen? Es geht. So, Spannung steigt. Da habe ich 2 Steam Dynamos. So. Jetzt brauchen wir Leadstone Flux Duct. 4 Stück. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? 4 Glas und 8 Blei. Ah ne, Quatsch. Es reicht einmal. Ich habe nur noch einen. Verdammt. Okay. Okay. Guten Tag. Au. Hallo. Wir brauchen Tin. Da, Rintintin. Diese Spinnen und das Gebrülle, das ist so nervig da oben. Hm. So, ich glaube, wir können jetzt nichts mehr schmelzen. Warum nicht? Naja, weil nichts mehr im Tank ist. Oh, okay, verstehe. Haben wir hier noch irgendwo ein Eimerchen? Ja, aber leer. Hm. Okay. So, Leather Strap. 4 Leder und. Okay. Ich hab doch hier eben noch Eimer gesehen, verdammte Axt. Einen. Da. Das war, glaube ich, Eisen. Wo ist denn das Eisen hier? Okay. Ich glaube, ich habe alles zusammen. Rausgehen wird jetzt ein bisschen kritisch. Scheiße. Es fehlt mir ein Eisen-Ingot. Oh. Haben wir hier unten Lava? Aluminium. Nee. Aluminium. Wir haben kein Eisen-Ingot mehr. Ich brauche einen einzigen Eisen-Ingot. Du kannst du dir rauslassen. Ich glaube, es sind noch welche drin. Musst du reingucken in die Smeltery, auswählen und dann kannst du dir da einschmelzen. Ja, habe ich. Danke.
Hä? Nee, es ist gar kein Eisen, was man braucht. Was? Oh Gott, Blei, es ist Lead, brauche ich. Okay. Oh, das nervt, diese Geräusche von diesen Viechern. So, ich habe das Chatpack fertig. Cool. Halleluja. Alter. Oh. Hilfe. Was denn? Na, ich bin fast gestorben hier. Ich bin runtergefallen, weil ich die Leiter nicht gekriegt habe. Wo bist du? Oh Gott. Also, wo gehst du hin? Was machst du? Hallo? Ich wollte Lava suchen. Ach so. In unserer Höhle ist eigentlich Lava. In unserer Höhle? Also in dieser großen Höhle. Wenn man in der Mitte von unserer Leiter... Na, egal. Ja, da bin ich ja runter, aber... Oder du wärst einfach in Nether gegangen, da ist ganz viel Lava. Ja, ich weiß, aber da war genau vor unserer Behausung hat sich ein Creeper rumgetrieben. Da war ich ein bisschen zu schisserig. Schisserig. Okay. So. So. Also das zweite Chatpack ist in der Questkiste. Ich probier's mal. Au. Was machst denn du da draußen? Ich geh in den Nether. Doch mal einen Nether. Okay. Oh, was ist denn das für ein kleines, mieses Vieh hinter dir? Ja. Ist hier kommen so die Spinnen. Na, kommt rein, ihr Spinnies. Kommt rein. Alter, jetzt ist der hinterhergekommen, oder was? Ja, ist er tatsächlich. Du kleiner Drecksack. Baby-Skeleton. Nee, ist klar. So, komme ich jetzt hier irgendwie ran? Ja. Boah, wie viele Spinnen das sind, ey. Alter, jetzt habe ich hier Ich Komm hoch. Ich will dich nicht. Wir hätten einfach mal schlafen können. Aua! Oh. Blackberry Seed braucht auch kein Mensch. Doch, solches Zeug brauchen wir für ein paar Quests. Ach, tatsächlich. Finden wir noch. So. Aua! Oh. Oh, ich brenne, oh Gott. Geh schnell ins Wasser. Wieso brennst du? Weil die Zombies brennen. Oh, Tür zu, ich hab die Schnauze voll. Burn, Baby, burn. Die Zombies brennen und mich berührt haben. Okay. Oh, pass auf, wo du. Komm, vielleicht. Ja. Willst du jetzt hier vorbei? Also sind sie fast alle verbrannt, bis auf die paar Blobs. Oh, da ist noch ein Creeper. Ja, oh, hinter dir, noch einer. Toll. Oh nein, was hat er kaputt gemacht? Unser schönes Häuschen. Aber hier ist noch ein Creeper ein Enderman unterwegs. Und noch so ein Blob. Und noch ein Creeper, na klar. Ja, na sicher. Alter, die machen unsere ganze Bude jetzt kaputt. Ist es wahr? Okay, ich habe hier irgendwas eingesammelt, was Soul Aspect heißt. Okay, also hier sieht es jetzt echt witzig aus. Was bist du denn? WTF bist du? Das sah seltsam aus. Sollen wir es noch, wir wollten doch noch losfliegen, glaube ich, ne? Ja. Oder? Nur, ja, warte, ja, Moment. Jetzt habe ich ja gerade erstmal hier Dings besorgt. So, unsere ganze Treppe ist hier übrigens weg, ne? Hier. Ja, ist egal. Ach so. Meins ist eh bloß eine Übergangslösung. Wieso, die braucht doch keiner, die Treppe. Ich habe die noch nie benutzt. Okay. Hast du die benutzt? Immer. Ja? Ständig. Voll der Umweg. Nein, habe ich nie benutzt. Ich habe sie gebaut, aber nie benutzt.
So, okay, jetzt haben wir hier den Eimer wieder drin. Wichtig wäre halt nur, dass die Bude halt zu ist, ne? So, da ist deine Treppe wieder. Oh, danke schön. So, jetzt gibt's gleich nochmal Bronze. Wo ist sie denn? Bronze. Komm her. Wieso, da gibt's doch keinen Durchgang in unsere Wohnung von der Treppe. Doch, von oben. Klar gab's da. Ja. Nein. Doch. Da ist doch noch die Tür dazwischen. Ja, Mann, ja, aber trotzdem konnte man da rausgehen. Ja, aber durch die Tür. Alles gut, also, okay. Ja, was ist denn das? Invar, okay. So. So, jetzt mach hin hier. Also das zweite Jetpack liegt in der Kiste, ne? Okay. Noch 10, wunderbar. Zack, und einen hier raus. So. So, ich hoffe, jetzt haben wir erstmal genug Bronze. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, zweiter Steam Dynamo. So. Ach so, die Dinger muss ich auch noch bauen. Sag mir, was ich bauen soll. Naja, das Harden-Jetpack brauchen wir im Endeffekt als nächstes jetzt. Ja, ja, aber was muss ich dafür bauen? Also, du hast ja sicherlich angefangen, schon Sachen zu bauen. Nicht, dass wir es doppelt machen. Nee, nee, ich habe jetzt hier einige Sachen hier schon drin. Warte, ich habe jetzt gleich das erste fertig. Das Jetpack. So, Harden-Jetpack ist fertig. Ja. So, also, du... Ja, ich gebe dir mal die Materialien, die du brauchst. Invar, nochmal Invar, Bronze, Silber und Jolt. Okay. So. Ich dachte, du machst gleich zwei. Ich hatte nicht genug Materialien dafür. Deswegen habe ich jetzt hier gerade noch die Bronze eingeschmolzen. Und wie, und welches ist es denn? Ah, hier, das Hard. Nee, Leadstone. Nee, ach, das Armored oder was? Nee, was? Hardened. Nee, okay. Nee, einfach nur das Hardened. Da brauche ich ja wieder Hardened Thruster. Also, du hast doch jetzt gerade hier noch ein Jetpack gebaut, hast du gesagt. Ja. Genau. Da brauche ich jetzt Flux Capacitor, Thruster. Ja, ja, klar, das baut man alles nochmal, nur halt eben als Hardened. Du kannst immer, ne, es wird immer das Jetpack aus der vorherigen Version genommen. Ich brauche Sulfur Dust, oh Gott. Was, für was denn? Wo bist du denn? Was baust du denn? Wenn ich auf Hardened Jetpack gehe, ja, dann will der von mir zwei Hardened Thruster haben. Ja. Beziehungsweise ein Hardened Flux Capacitor. Ja. Und für den Hardened Flux Capacitor muss ich einen Lead Flux Capacitor bauen. Und der braucht Sulfur. Tatsächlich. Sulfur haben wir hier noch einmal. Warte, ich gebe ihn dir. So. Perfekt. Haben wir noch einmal gehabt. Ui, Schwein gehabt. Ja. So, pass auf, dann gehe ich noch mal in Kollege Nether und hole uns noch mal ein bisschen was für einen Strom. Weil dann braucht man nämlich ordentlich Ladung für, wir brauchen 400.000 RF passen da in jedes. Ich brauche noch zwei Blei. Warum schauen wir das alles noch, ey?
Sieht schlecht aus. Halleluja, das sieht echt schlecht aus. Was denn? Eigentlich haben wir noch alles. Doch, nee, wir haben nur noch ein Blei. Okay, dann pass auf, dann kümmere ich mich nebenbei mal so ein bisschen um die Schmelzerei. Ich brauche auf jeden Fall erstmal als allererstes noch ein Blei. Wie kriegen wir das hin? Ich hab noch Blei. Ich hab noch 13 Blei. Okay, dann. Bitteschön. Alle einzeln schmeißt du raus? Ja. Das nicht mehr jetzt gerade. Übrigens, hier ist noch Blei, so eine Redstone Reception Coil. Kann sein, dass du die brauchst. Ja, werde ich auch, wahrscheinlich. Hast du gerade aufgenommen. Danke. Bitte. So, okay. Sulfur. Redstone. Blei. Und. Oh, kannst du mir ein Kupfer ins Inventar schmeißen, bitte? Ein Kupfer? Mhm. Yep. Ich habe nämlich jetzt Bronze anstatt Kupfer mitgenommen. Bronze brauchst du auch gleich. Ja. Wie viel brauchst du? Ja, weiß ich noch nicht. Erstmal eins, aber. Hier, hast du 23. Müsstest du dich ein bisschen bewegen nach rechts? Kann ich nicht. Okay, dann. Musst du es besser zielen. Hier, da. Danke. Okay, da haben wir Thema Nummer 1 erledigt. So, jetzt. Das haben wir, das haben. Nee, hardened. Das heißt, wir müssen Invar, Zinn und nochmal Invar. Eieiei, der zieht aber ordentlich weg hier, der Generator. Oh, kannst du mir noch Zinn ins Inventar schmeißen oder reinlegen, bitte? Unten in die Mitte, bitte. Zinn? Ja. Ah, gucken, ob wir das noch einmal haben. Zinn unten in die Mitte, bitte. Tin haben wir auf jeden Fall noch. Habe ich eben noch gesehen. Da Block auf Tin, ja. Bitteschön. Danke. So, jetzt habe ich erstmal den Hardened Flux Capacitor. Jetzt brauchen wir noch den Hardened Thruster. Reaktant Dynamo brauchen wir jetzt. Bronze. Silber. Davon erstmal 2 Silber. Alter, der zieht aber weg, du. So, dann brauchen wir 2 Bronze Zahnräder. Bronze. Ich geh nochmal in Nether, hol nochmal Nachschub. Ja. Hatten wir hier nicht so einen Tank? Was ist das denn? Blue Coral. So, jetzt haben wir. Brauchen wir hier Bronze und Redstone und diese Coils. Okay, Bronze und Redstone. Bronze? Ja. Tank da. Oh, ich hab zu wenig Zahnräder gebaut. Mist. Und Redstone brauchst du auch noch. Gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Portable. Hardened. Das mit Invar. Könntest du mir eventuell aus deinem Inventar noch ein paar Invar-Blöcke geben? Selbstverständlich. Einen Moment. Ja, selbstverständlich. Sonst habe ich die beiden Reaktoren. Invar willst du? Mhm. 4 an der Zahl bräuchte ich. Bitte. Bitteschön. Herzlichen. So. Okay, weiter geht's im Programm. So, jetzt haben wir die harten Flux Dax und Redstone Reception Coil. Haben wir eine.
Haben wir die zweite. Brauchen wir also 4 Fluxduct. Da hatte ich doch noch was im einen Hammer hier noch. Da gibt's aber schon was bei Obi. Die müssen auch noch hardened sein. Yes, yes. Okay, das heißt, wir so. Brauchen erstmal 6 Leads und das war Lead und Glas. Also 4 Lead und 2 Glas. Okay. Yeah, wir das Glas noch da haben. Ist ja egal, welche Farbe das hat, ne? Prinzipiell. Wie war das? Oh, ich krieg diese Rezepte nicht zusammen. Ich merke mir die nicht. Ich merke mir die einfach nicht. Ach doch, es war nebeneinander. Es geht mir aber auch so. Da guckst du immer Hund. Weißt du, jeden Scheiß kann man sich merken, außer sowas. Aber ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht. Jetzt nimmt er nichts mehr, oder was? Doch jetzt. Na komm schon, Junge, einer geht noch. Na komm schon, ja, schön, schön, fein. Braver Junge. Okay, ich brauch noch. Sechs mal 4 ist 24 Redstone. Yep. Alter Schwede. Braucht man echt viel Redstone. Für das ganze Zeug. Mhm. Da ist die Folge echt schon ewig lang, ne? So. Düpp, 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 düpp. 2. Düpp. Okay. USA. War das jetzt in war, ja, ne? Und zurück. Ja. Okay, die habe ich. So. Ich glaube, ich habe alles zusammen. Also, das Jetpack da rein. Das da und dahin. Alter, bei das uns sieht's Ding aus. Schön. Der Bombenkrater hier. Oh, jetzt weiß ich nicht, was das ist. Ich krieg eine Macke. Guck mal, was ich uns mitgebracht habe. Invar Ingot. Okay. Invar hier. Yes. Harden Jetpack, fertig. Cool. So, pass auf. Hier, der Genosse, der macht jetzt Strom. 400.000 okay. Passen in dein Jetpack rein. Ja, hast du das Aufladeding oder was? Ja, ich lade meins ja gerade auf. Okay. Weil das Aufladeding habe ich natürlich jetzt nicht. Nee. Ist halt auch die Frage, ob es da nicht irgendwie was Effizienteres gibt zum Aufladen, weil das Ding braucht ja eine halbe Ewigkeit. Bis er den hier aufgetankt hat. So. Wer muss denn eigentlich Hallo und Tschüss sagen? Du. Ah. Dann kommen wir jetzt doch nicht mehr dazu zum Suchen, aber nee. Zumindest haben wir unsere Jetpacks gebaut. Sieht übrigens genau. Sehr geil aus, das Jetpack auf deinem Rücken. Hast du deins auch dran? Ja. Aber noch schön. Leer halt, ne? Bist du fertig mit Aufladen? Nee, ich bin bei 63% und der Typ ist aber leer hier, der macht gerade neue Energie. Guck mal, hier hinten in die Ecke habe ich uns mal so einen harten Portable Tank gestellt. Da passen also 32.000 Millibuckets rein. Sehr cool. Da hat man dann so ein bisschen Reserve. Cool, weil der cool. Frisst hier 4.000. So. Haben wir noch irgendwo einen Eimer? Warte, ich habe Eimer. Gib mal einen Eimer bitte. Bitteschön. Danke. Ist auch völlig ineffizient, ey. Eigentlich müssten wir uns hier mal gucken, ob wir uns hier die Batterie bauen können oder so.
Wie heißt denn dieses Ding? Heißt laut, laut Quest müssen wir ja uns eigentlich Big Reaktor bauen, aber egal. Ja, wir stimmt. Sind jetzt erstmal bei der anderen Quest. Ja, wie heißt denn aber dieses Ding, mit der man das, heißt das Power? Mit der man sowas aufladen kann. Wie hieß denn dieses Ding? Oder war das so ein Infuser, Energetic? Oh, sind schon fast gekillt. Energetic Infuser. Charges, genau, Charges Items with RF. Was brauchen wir denn dafür? Den könnten wir uns mal bauen. Und dann könnte man nämlich hier die Kiste auch einfach etwas, schneller laden. Wahrscheinlich mit einer Batterie noch dazwischen. Ich hab dein Portable Lava-Ding gleich leer. Warum, was machst du? Ich schütt die Lava weg. Nein, ich füll alles, was Lava braucht, auf mit Lava. Achso, ich mach Obsidian. Bist du fertig mit Aufladen von deinem Jetpack? Nein. Ich bin jetzt bei 89%. Wie gesagt, der Generator speichert ja nur 100.000 und wir haben ja 400.000 Platz. You know? Ah, okay. Also richtig viel sozusagen jetzt. Naja, mehr als die anderen, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, der Sprung ist halt schon ziemlich, ziemlich krass, finde ich, wenn man sich das mal anschaut. Vom Letdown Jetpack, ne? Mhm. Das Letdown hat so 25.000. Und das Hardened, also das Tier 2, das hat dann schon 400.000. Und dann springt er wieder zum Reinforce, das ist dann Tier 3, da ist dann, hast du gleich 2 Millionen RF drin, also das ist schon heftig. So, und ich glaube, dann gibt es ja noch die Armored, ne? Ja gut, die Armored ist einfach nur eine, da ist nur eine Chestplate mit drin, mehr ist das nicht. Ach so. Mehr Energie haben die nicht. So, ich bin aufgetankt. Hier, der Rüssel geht zu dir. Danke. An den Lava-Generator muss ich ran, oder was? Ja, Shift und dann rechts gedrückt halten. Ach, Shift, so war das. Genau, schön. Piu, piu, piu. Steht da davor. Ich sehe gar nicht, dass was passiert. Ach doch, da oben. Jetpack-Fuel, 6%, okay. Ja, wie gesagt, das jetzt, ja, du kannst jetzt davor stehen bleiben oder halt immer mal wieder weggehen und den erstmal auftanken lassen. Okay, dann lass doch die Verabschiedung machen und ich mach das Auftanken dann offscreen. Du bist, der arme Zuschauer. Ich glaube schon, ja. Mhm. Also, dann würde ich sagen, das war doch schon mal eine gute Vorbereitung für die Suche nach den weiteren Meteoriten. Ja. Und vor allen Dingen, wir tanken uns auf, ne? Und Rubber in der Trees. Nächsten Folge. Ja. Ach, Rubber Trees hast du gefunden? Nein, aber die brauchen wir auch noch. Dafür sind die Jetpacks ja auch gut. Ja, genau. Also für die Suche nach diversen Dingen, nach Dingen. Haben wir jetzt uns quasi vorbereitet. Ich lade mich auf und in der nächsten Folge fliegen wir los. So, vielen Dank, Zwiebel. Bis dann. Tschüss. Ciao.